Hier seht ihr, wie viel Gras wir inzwischen haben. Das ist quasi ein mannshoher Komposthaufen. Hier seht ihr es, das ist wirklich wahnsinnig viel Gras, das wir haben. Und auch das spricht wirklich für einen Mähroboter. Der mulcht das Ganze dann und die Grasstoppeln bleiben auf dem Gras liegen, düngen gleichzeitig, man hat nicht mehr diese Unmengen an Schnittgut, wo auch ewig dauert, bis es verrottet.